Lieber Horst, lieber Tino, ich begrüße euch sehr herzlich zu unserem Gespräch. Wir wollen über Isotec sprechen, insbesondere die Zukunft von Isotec. Aber vielleicht, Horst, beginnen wir mit einem Blick zurück. Du hast Isotec vor über 30 Jahren gegründet. Das ist eine wirklich unglaubliche Unternehmensgeschichte daraus geworden. Wenn du heute, 2023, zurückblickst, was ist das für ein Gefühl? Ja, das ist ein Gefühl von Dankbarkeit, Stolz, aber auch Freude. Freude deshalb nicht, was die Größenentwicklung von Isotec anbelangt, sondern den Spirit, den wir über die Jahre haben erhalten können. Den Spirit von Family, den Spirit von Gemeinschaft, den Spirit von, wir sind so eine Experimentierbude, die immer Dinge weiterentwickeln, weiter verbessern will. Und daraus ist was ganz Besonderes entstanden und darauf bin ich besonders stolz. Das hat ja ganz viel mit Führungsfragen zu tun, mit Erfolgsmöglichkeit, Schaffen für andere, für das Unternehmen zu tun. Ich glaube, eine Frage, die auch so in der Luft liegt, was ist eigentlich das Geheimnis deines Erfolges? Hast du da für dich ein, zwei Parameter, wo du sagst, das muss sein, um erfolgreich Unternehmen zu führen? Ich glaube, es kommt auf Ausdauer an, es kommt auf Geduld an, es kommt auf Beharrlichkeit an. Und ansonsten ist für mich Führung zum Erfolg, hat für mich sehr viel damit zu tun, dass man ein klares Zielbild hat und die Menschen, die im Team sind, dazu motiviert, diesen Weg mitzugehen. Und wenn man dann Erfolg und Menschlichkeit verbinden kann, dann ist man eigentlich auf dem richtigen Weg. Ich sehe darin keine Raketenwissenschaft, kein Geheimnis, sondern viel mehr Menschlichkeit. Was ist dir ganz, ganz wichtig, wo du sagst, und das gebe ich dem Tino mit auf den Weg, denn Isotec ist ein Familienunternehmen? Was ich ihm mitgebe, also bei Tino weiß ich, ich muss ihm nicht viel mitgeben. Er hat so viel in die Wiege bekommen. Und letztendlich geht es einfach darum, und das hat er voll verinnerlicht, gemeinsam mit Menschen nach vorne schreiten und Menschen groß machen. Tino, du hast ja den Weg von Isotec quasi von den Kindesbeinen an begleiten können, erst mit einem Blick von außen. Jetzt habe ich von Horst gehört, wie er diesen großen, großen Erfolg sieht als Gründer über die Jahrzehnte hinweg. Wie ist eigentlich deine Perspektive auf die Geschichte von Isotec und auch auf die großen Erfolge, die das Unternehmen ja hat? Als Kind war es natürlich eine ganz andere kindliche Perspektive, die ich da reingebracht habe. Ich habe natürlich mitbekommen, dass mein Vater viel gearbeitet hat, aber wie die Arbeit ihn auch immer glücklich gemacht hat und nicht wirklich als Arbeit für ihn galt. Also man hat immer gemerkt, dass er dafür lebt und seinen Traum lebt und deshalb auch der Erfolg immer größer wurde. Und ja, mein persönliches Interesse war dementsprechend auch immer da, weil mir schon so früh mitgegeben wurde, Arbeit muss nicht gleich Arbeit sein, Arbeit bedeutet Freude. Ich habe dann, als ich älter wurde, das Geschehen ist bei Isotec mehr beobachten können und habe deshalb auch schon früh den Entschluss gefasst, irgendwann möchte ich auch Teil davon sein. Also mein Vater sagt, mit 12 habe ich zum ersten Mal gesagt, irgendwann möchte ich dein Nachfolger werden. Und ja, das hat sich eigentlich auch so weiter durchgezogen, weil ich dann verschiedene Arbeitserfahrungen auch gemacht habe, wo ich gemerkt habe, nee, irgendwie ist es das nicht. Und ja, seitdem ich bei Isotec bin, merke ich zu 100%, dass das genau der richtige Weg ist. Du bist jetzt seit geraumer Zeit mittendrin bei Isotec. Was ist denn jetzt dein Blick aus der Innenperspektive? Das ist ja doch was anderes, als wenn man mit 12 Jahren diesen Wunsch äußert. Wenn man jetzt wirklich dabei ist und auch die ersten Erfahrungen mit den Kolleginnen und Kollegen macht, wie fühlt sich's an? Sehr spannend, weil die Draufsicht von außen und die Innenperspektive sind nicht großartig anders. Dennoch, wenn mein Vater mir damals von Isotec erzählt hat und wir wissen, wie positiv er ist in seiner Kommunikation, hörte sich das alles immer so an. Es läuft alles glatt, es ist alles super, es ist die heile Welt und es geht nur nach vorne. Und jetzt, wo ich drin bin, sehe ich auch, dass es so ist.
Es läuft vieles sehr, sehr gut. Aber ich hatte immer Respekt davor, weil ich mir dachte, was kann man denn da überhaupt noch besser machen? Jetzt, wo ich drin bin, sehe ich, wie gut alles läuft, aber trotzdem, wie viel Potenzial wir auch noch haben und wie viel Entwicklungsmöglichkeiten wir haben, um das Ganze noch weiter nach vorne zu bringen. Und da freue ich mich sehr drauf, das in den nächsten Jahren mit angehen zu können. Tino, welche aktuelle Position hast du genau? Wir wollen das ja auch in die interne Kommunikation insbesondere geben. Das ist sicherlich nicht jedem bekannt, an welcher Schnittstelle du genau arbeitest. Gib uns da doch mal einen Einblick. Mhm. Meine aktuelle Position ist der Standortleiter des Betriebes Gebrüder Becker in Köln. Und da leite ich ein Team aus 6 Leuten. Wir haben 5 Techniker und ich habe noch Unterstützung in der Bauleitung und im Vertrieb. Und das ist eigentlich der wichtigste Schritt in meiner Entwicklung bei Isotec, den wir auch schon vor Jahren so geplant hatten, damit ich früh lerne, was heißt es, aus der Franchise-Nehmer-Perspektive zu arbeiten, was sind die täglichen Herausforderungen, die die Arbeit da mit sich bringt, um dann irgendwann aus der Franchise-Geber-Perspektive bessere Entscheidungen treffen zu können. Auch noch mal direkt nachgefragt, was ist die größte Herausforderung, wenn man eine benennen kann, aus Sicht eines Franchise-Partners aktuell? Ich glaube, das ist die eingehende Kommunikation und die eingehenden Aufgaben richtig zu filtern, zu kategorisieren und dann daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Was kann ich delegieren, was muss ich selbst machen und was kann ich vielleicht Mitarbeitern zutrauen, um sie weiterzuentwickeln. Weil ich gemerkt habe, dass gerade in der Anfangszeit, wo ich auch vieles selbst machen wollte, um die Erfahrung zu sammeln, dass es schnell zu viel wurde. Und ich glaube, da dieses richtige Einordnen und die Delegation von Aufgaben sorgt dafür, dass man entspannter wird, einen klareren Blick bekommt und so den Betrieb besser führen kann. Horst, auch Mona ist bei Isotec angekommen, unterstützt die Isotec Akademie. Welche Weichenstellung gibt es eigentlich für das Familienunternehmen oder gibt es da eine konkrete Zeitplanung? Die Mona unterstützt uns massiv in dem Bereich der Akademie. Für mich ein Herzensthema, nämlich Menschen groß zu machen, sie in ihrer Persönlichkeit, aber auch im fachlichen Bereich weiterzuentwickeln. Und unsere Tochter, die jüngste, Fabienne, ist auch Mitgesellschafterin, sind also alle drei mittlerweile Mitgesellschafter. Und ich finde es gut und ich merke das auch bei den Isotec-Partnern, dass für sie das beruhigend ist zu wissen, es geht so weiter, wie es in der Vergangenheit auch gelaufen ist. Ich denke mal, die nächste Generation, also Mona und du und Fabienne, ihr habt eine andere Perspektive auch noch mal als Horst, der das Unternehmen gegründet hat. Wie ist euer Blick auf Isotec und was sind vielleicht auch Punkte, wo ihr schon jetzt Freude habt, in die Gestaltung zu gehen? Also zuerst einmal macht es meine Schwestern Mona und Fabienne und mich sehr stolz, Teil von Isotec als Familienunternehmen sein zu dürfen, als Gesellschafter, aber auch, dass wir aktiv daran mitgestalten dürfen, weil Isotec ist ein wunderbares Unternehmen, es arbeiten so viele tolle Menschen da drin. Das merkt man bei den einzelnen Veranstaltungen, wie zum Beispiel ERFA-Tagungen oder auch Seminaren, wo man einfach auf viele Isotec-Mitarbeiter trifft, merkt man das immer ganz besonders, was da für tolle Menschen mit uns arbeiten. Und das erfüllt uns mit ganz viel Stolz. Und dieser Isotec-Spirit, von dem wir immer sprechen, der verkörpert verschiedene Werte. Und diese Werte haben wir seitdem wir auf Kindesbeinen stehen, schon mitbekommen von unseren Eltern. Und deshalb ist es für uns auch gar nicht schwierig, uns da irgendwie einzufinden oder anzupassen. Wir haben dementsprechend die Möglichkeit, das Unternehmen weiterzuführen durch eine Art, wie wir selbst sind. Und das macht es total einfach und angenehm und erfüllt uns mit Freude. Gibt es eine Weichenstellung, also auf der Zeitachse auch, wo man sagt, bis 2025 oder bis 2030 oder wenn dann, möchten wir das und das verändert haben in der Führung oder ist das so nicht geplant? Ja, von der Timeline ist geplant, dass der Tino ab nächstes Jahr in die Zentrale kommt. Er hat ein Trainee-Programm durchlaufen, er hat einen Standort aufgebaut,
hat damit unternehmerische Verantwortung getragen, hat Führungsverantwortung gehabt. Alle Probleme, die ein Franchise-Partner oder ein Geschäftsführer als Standortleiter hat, hat er damit erlebt, kennengelernt, im positiven wie im negativen Sinne. Ich freue mich, wenn er jetzt nächstes Jahr in die Zentrale kommt und dort in den nächsten Jahren immer mehr wachsende Verantwortung bekommt. Ich freue mich aber auch noch, dass wir noch einige Jahre die Wegstrecke gemeinsam gehen werden. Bei immer mehr wachsender Verantwortung für ihn, hoffentlich immer mehr Freiraum für mich. Aber wir werden uns da bestimmt sehr gut ergänzen. Ich freue mich auf die Zeit. Tino, gibt es ein Projekt, wo ihr schon sagt, super, ab 24 packen wir das gemeinsam an? Ja, wir haben da schon einen konkreten Plan für meinen Einstieg ab dem nächsten Jahr. Also erstmal werde ich mir einen Monat Auszeit gönnen, weil ich Papa werde. Und das ist der perfekte Übergang für ein neues Projekt in der Zentrale. Und da soll das erste Thema sein, dass ich die Isotec-Eigenbetriebe übernehme, die aktuell aus 4 Standorten bestehen. Und die werde ich intensiv betreuen, versuchen weiterzuentwickeln, gemeinsam mit den Geschäftsführern. Und dann schauen wir auch mal, ob es links und rechts auch noch andere Projekte in der Zentrale gibt, die ich auch mit angehen und unterstützen kann. Aber da ist noch nichts in Stein gemeißelt. Es wirkt ja so, dass ihr wirklich in ganz, ganz vielen Punkten, Isotec-Punkten, einig seid, einer Meinung seid. Stimmt der Eindruck, dass ihr ganz wenig Kommunikation auch braucht, weil ihr einfach sagt, im Grunde haben wir ganz viel Grundübereinstimmung in Perspektive und Herangehensweise? Also ich glaube, allein weil wir von unseren Werten so eine hohe Übereinstimmung haben, haben wir auch die gleiche Denke in so vielen Dingen. Trotzdem gibt es Unterschiede, und wo wir beide auch mal über Themen diskutieren und sagen, das sehe ich aber so oder er sieht es anders. Und, aber ich habe bis jetzt immer festgestellt, dass die Diskussion uns zu einem besseren Ergebnis geführt hat. Also Konrad Adenauer hat ja mal gesagt, wenn zwei der gleichen Meinung sind, dann taugen beide nichts. Und das sehe ich bei uns nicht so. Wir sind uns oft einer Meinung, bringen aber immer eine unterschiedliche Perspektive mit. Und ich kann natürlich von seiner Erfahrung und Expertise sehr stark profitieren. Und ich bringe vielleicht hier und da einen neuen Ansatz mit und eine andere Blickweise. So profitieren wir beide davon und kommen so, glaube ich, auch zu besseren Entscheidungen. Also ich kann mich kaum an eine Zeit erinnern, wo Generationenthemen so in der Luft war, insbesondere auch wenn man auf Klimawandel, ökologische Fragen guckt. Da zeigen sich ja auch oft wirklich generationsübergreifend dann Widersprüche. Wie siehst du das? Wie blickst du auf das, was du als neue Generation und deine Geschwister mit einbringen möchtest? Hast du da auch Themen, wo du sagst, das brennt mir richtig auf den Nägeln, das möchte ich da in das Unternehmen mit reinnehmen? Ja, da gibt es tatsächlich viele Themen, die in der Zukunft auch für Isotec immer wichtiger werden. Und wir befinden uns in einer Zeit, wo der Wandel die einzige Konstante ist. Und heißt, da müssen wir uns auch für wappnen für die Zukunft. Wir wachsen als Unternehmen immer weiter. Wir rücken auch immer weiter in den Fokus der Öffentlichkeit. Und dementsprechend müssen wir uns auch dafür aufstellen. Da geht es einerseits um Themen wie ökologische Nachhaltigkeit, aber auch soziale Nachhaltigkeit. Wie können wir auf der einen Seite ressourcenschonend arbeiten? Was gibt es für neue Technologien, die unsere Mitarbeiter unterstützen? Und wie kann man auch soziale Themen noch mehr in den Fokus rücken, was für mich auch ein Thema für die Arbeitgebermarke ist? Und da steht uns auch noch viel Arbeit in der Zukunft bevor. Aber ich bin sehr optimistisch, dass wir den Schritt hinbekommen werden. Wenn wir vielleicht einmal ganz kurz konkret, hast du etwas, wo du sagst, also da habe ich schon eine Stellschraube, da habe ich jetzt schon Lust, mit dran zu drehen bei Isotec? Ja, auf jeden Fall. Das ist das Thema IT. Ich glaube, das wird eines der wichtigsten Themen für uns in den kommenden Jahren und ist es auch jetzt schon in unserer Unternehmensstrategie. Wenn wir es schaffen, intern und nach extern unsere Unternehmenskommunikation und unsere Unternehmensprozesse zu digitalisieren, ich glaube, dann kann uns nicht mehr viel aufhalten. Horst, wie siehst du es? Wie schließt du an dieses Thema IT? Das ist ja einfach logischerweise, Digitalisierung geht kein Weg dran vorbei.
Wie schätzt du es ein? Da hat er den zentralen Punkt angesprochen. Unsere Strategie ist, ein digitales Handwerksunternehmen zu werden, was es in der Professionalität und in dem Digitalisierungsgrad in der deutschen Wirtschaft wahrscheinlich weit darüber hinaus nicht geben wird. Und auf dem Weg sind wir, da sind wir schon weit fortgeschritten. Und Tino hat recht, da haben wir noch viel Potenzial. Und ich freue mich, diesen Schatz zu heben. Wir haben ja im Vergleich zu vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren eine völlig andere Transparenz in der Gesellschaft. Die kleinen Smartphones machen Dinge einfach auch sichtbar und postbar. Und man ist selbst eine kleine Sendeanstalt. Siehst du da auch viel Potenzial im Bereich Medien, Transparenz, die inneren Werte von ISOTEC, die das Unternehmen ja auch besonders machen, noch weiter nach außen tragen? Das Thema Transparenz durch digitalisierte Prozesse kommt zweifelsohne auf uns zu. Und ich sehe da eine Riesenchance für ISOTEC als Gruppe darin. Weil auf der einen Seite können wir so Prozesse viel stärker tracken. Beispielsweise wollen wir jetzt eine Baustellen-App einführen, die es unseren Mitarbeitern sehr stark erleichtert, Informationen einzusehen, neue Informationen abzuspeichern, wie zum Beispiel Fotos. Und im Nachhinein wird die Nachkontrolle von der Baustelle viel einfacher. So hat man eine gesunde Datenbasis, um Dinge weiterzuentwickeln. Das haben wir nicht nur in der Technik, das haben wir auch im Vertrieb. Auf der anderen Seite haben wir auch die sozialen Medien, die immer weiter fortschreiten, auch neue Medien wie TikTok beispielsweise, wo auch Handwerksunternehmen stark gefragt sind und wo manche auch schon sehr stark unterwegs sind. Da sehe ich auch eine Chance für uns. Erstens unsere technische Qualität in den Vordergrund zu rücken, auf der anderen Seite aber auch unsere Mitarbeiter noch stärker in den Fokus zu rücken, die da wirklich einfach mal auch darstellen können, was sie wirklich drauf haben. Und deshalb sehe ich für ISOTEC im Ganzen eine sehr große Chance in der Digitalisierung. Horst, vor 20 Jahren hat man ganz stark immer auf den Absatzmarkt geschaut, wenn man über Kommunikation und Darstellungsformen gesprochen hat. Das hat sich doch ein Stück weit verändert, denn die Arbeitgeber buhlen und müssen sich bemühen um gute Fachkräfte, auch Führungskräfte. Die Frage ist, wie hast du das erlebt oder was ist deine Bewertung dazu, zu dieser Veränderung von dem reinen Schauen und Kommunizieren in den Absatzmarkt hin, dass man auch ein attraktiver Arbeitgeber sein muss heutzutage? Ich finde die Entwicklung gut. Ich finde die Entwicklung gut, denn die führt dazu, dass in der Wirtschaft, und die Wirtschaft ist für den Menschen da, der Mensch immer stärker in den Mittelpunkt gerät. Und das ist vor allen Dingen für diejenigen wichtig, die den Wirtschaftsprozess eigentlich nach vorne bringen, und das sind die Mitarbeiter. Und die zukünftig in den Fokus aller unternehmerischen Aktivitäten zu setzen, halte ich für zwingend, für wichtig, und ich bin froh, dass ISOTEC sehr früh damit angefangen hat. Also wir werden von den Entwicklungen im Arbeitsmarkt auf jeden Fall profitieren, weil wir im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen nicht mit Angst und Schrecken führen, sondern wirklich den Mitarbeiter in den Fokus stellen, und das wird für jeden, der mit ISOTEC zu tun hat, zu einer spürbaren Erfahrung werden. Wir haben viel über Werte gesprochen. Hast du noch mal ein konkretes Beispiel, wo du gesagt hast, ich bin wirklich angetan von der Führung in einem Fachbetrieb, wie da Werte gelebt werden, wie da also ISOTEC wirklich so seine Kernwerte zeigt, so wie ich mir das auch vorstelle, wie wir das auch in der Außendarstellung zeigen können? Hast du da Beispiel, du nennen kannst, wo du sagen kannst, also da kann ich dir mal beschreiben, so finde ich einfach toll, wenn und wie ein Fachbetrieb geführt wird bei ISOTEC? Ich meine, die Werte kommen oft zum Ausdruck, wenn der Chef zwar sehr leistungsorientiert ist, aber sehr viel für die Gemeinschaft tut. Das kommt teilweise dadurch zum Ausdruck, dass sie morgens gemeinsam frühstücken, dass sie freitags noch zusammen Bierchen trinken, dass sie gemeinsame Events machen, dass sie Erfolge feiern, dass die Kundenzufriedenheitsstatements den Mitarbeitern zurückgespiegelt werden. Das sind so Beispiele, woran man erkennt, die bringen die ISOTEC-Kultur weiter nach vorne. Und zur ISOTEC-Kultur gehört ja auch die Dudes-Kultur. Ja, das ist für viele befremdlich, vor allen Dingen, wenn sie aus dem Konzern kommen. Ich halte eine Dudes-Kultur für essentiell,
weil sie dafür sorgt, dass wir barrierefrei auf Augenhöhe miteinander reden und wirklich wie eine Zweitfamilie gemeinsam zusammenarbeiten, gemeinsam an einem Ziel arbeiten und gemeinsam erfolgreich sein wollen. Du bist ja auch in verschiedenen Fachbetrieben gewesen, Tino. Kennst du noch Beispiele, wo du gesagt hast, ja, da habe ich doch eigentlich wirklich hautnah gesehen, wie ISO-TEC-Werte ganz konkret in einem Fachbetrieb gelebt werden? Ja, ich war letztens noch bei einem Fachbetrieb, wo ich auf dem Lager war mit ein paar Technikern, mich mit denen unterhalten habe. Und mir war vorher schon bewusst, dass der Franchise-Partner extrem gute Arbeit leistet, was das Thema Unternehmenskultur und Mitarbeiterzufriedenheit angeht. Aber das hat mich sehr angetan, weil die Jungs mir erzählt haben, sie hatten es noch nie, und sie hatten schon viele Arbeitgeber am Handwerk, dass jemand proaktiv auf sie zugekommen ist und ihnen gesagt hat, hör mal, du hast mal wieder eine Gehaltserhöhung verdient, was willst du denn haben? Und das fand ich so toll. Darüber hinaus macht der Franchise-Partner sehr, sehr viel für seine Mitarbeiter. Da geht es um Team-Events, die alle paar Wochen stattfinden, Partys. Die kriegen immer wieder mal Geschenke. Und das, finde ich, ist genau das, was der ISO-TEC-Spirit verkörpert. Ein schönes Beispiel fand ich auch. Ein Mitarbeiter, unser Bester, erzählte mir, er wäre bei seinem vorherigen Arbeitgeber Helfer gewesen und er ist mit dem zweimal vom Arbeitsgericht gelandet. Und dieser Helfer ist in die ISO-TEC-Mannschaft gekommen, hat sich zum Techniker, zum Profi weiterentwickelt, hat sich zum Teamleiter weiterentwickelt, ist Sprachrohr in dem gesamten Team geworden und ist unser Bester geworden. Das sind für mich Beispiele, wie jemand vom Helfer einfach eine Entwicklung macht, die er sich außerhalb von ISO-TEC, glaube ich, kaum vorstellen konnte. Ich glaube, aussagekräftig in Richtung Team Spirit war auch nochmal die ERF-Vertagung in Fredenhagen bei Frankfurt mit 600 Teilnehmern, die wir hatten, mit einer Party, die eigentlich gar nicht enden wollte und sollte, weil die Leute gesagt haben, lass uns doch noch weiter miteinander feiern. Das sagt ja viel über den Team Spirit aus, wenn Menschen zusammenkommen, die miteinander arbeiten und sich jetzt nicht nur privat getroffen haben. Sind das auch so Events, Tino, wo du sagst, da zeigt sich für dich auch der Spirit und das, was uns auch unterscheidbar macht? Also solche Events sind ganz, ganz wichtig für den Zusammenhalt innerhalb der Gruppe. Man spürt den ISO-TEC Spirit natürlich auch in einer 1-zu-1-Konstellation. Allerdings in so einer Größenordnung, wie wir es jetzt in Fredenhagen hatten, ich glaube, wir waren 600 bis 700 Leute vor Ort, da merkt man den Spirit natürlich noch stärker. Die Zusammenkunft von positiven Menschen, die in die gleiche Richtung denken und am gleichen Strang ziehen, das entwickelt schon eine ganz eigene, eigenständige Energie. Horst, war ja für dich bei weitem nicht die erste ERF-Vertagung, aber es war wirklich von den Zahlen her, und man hat das ja auch so gesehen, von den Dimensionen, es war schon beeindruckend. Denkst du auch, dass wir damit als Arbeitgebermarke, mit dem, was wir da erlebt haben auf der ERF-Vertagung, auch mit den Messages, die da gesendet wurden, dass wir das schon punkten können? Glaube ich, ja. Es war ja alles auf den Mitarbeiter zugeschnitten. Ich habe es ja aufgezeigt, wir haben uns vom Qualitätsführer zum Marktführer und jetzt müssen wir uns zum besten Arbeitgeber entwickeln. Wir sind da auf einem guten Weg, aber ist auch noch viel Luft nach oben. Und wir haben, glaube ich, ganz deutlich gemacht und sehr glaubwürdig den Mitarbeitern vermittelt, ihr steht im Fokus unserer Strategie. Und ihr habt alle Aufmerksamkeit verdient, denn ihr seid letztendlich die Markenbotschafter, die tagtäglich die Leistung bringen, den Erfolg bringen und den Kunden zufriedenstellen. So ein Tool wie unsere Besten, ja, dieser sehr schöne Wettbewerb in der ISO-TEC-Gruppe, der setzt ja auch Potenzial frei. Da macht es ja auch Freude zu sagen, ich möchte da mitmachen und meine Kompetenz auch mal zeigen. Ist das so etwas für dich, was auch genau in die richtige Richtung geht? Letztendlich ist unser Bester ein Instrument, unsere Wertschätzung gegenüber den Leistungen unserer Mitarbeiter zum Ausdruck zu bringen. Und unser Bester repräsentiert ein Vorbild als Markenbotschafter in der ISO-TEC-Gruppe. Und allen klarzumachen, das sind unsere Markenbotschafter, die repräsentativ für viele ISO-TEC-Mitarbeiter stehen. Das ist die Zielsetzung des Ganzen. Und wenn sich immer mehr daran orientieren, auch den Wunsch haben, ich will auch unser Bester sein. Ich gebe hier immer mein Bestes. Ich bin mit Leidenschaft bei der Arbeit. Dann haben wir den Handwerkerethos, den wir in der ISO-TEC-Gruppe brauchen. Wo hat die Arbeitgebermarke ISO-TEC noch Potenzial?
Ich glaube, wir sind gut, wir können aber besser, immer besser werden, auch als Arbeitgebermarke. Wir machen zurzeit mit dem Institut der Deutschen Wirtschaft einen sogenannten Handwerkerkompass. Da geht es darum, die Entwicklung im Handwerkermarkt, auf dem Personalmarkt, gerade was Arbeitgebermarken auch anbelangt, herauszufinden, wo sind die Leuchttürme, wo sind die Betriebe, die es besonders gut machen. Es gibt im Handwerk tolle Chefs, die ihre Mitarbeiter weiterentwickeln, die eine Top-Bezahlung leisten, die einen tollen Führungsstil mitbringen, wo sich Menschen entwickeln können. Und von denen wollen wir auch dazulernen. Ich schätze, durch den Handwerkerkompass werden wir erstmal sehen, wo wir stehen und wie viel Entwicklungspotenzial Isotec noch hat. Warum ist der Bau der neuen Isotec-Zentrale von so großer Bedeutung für die gesamte Isotec-Gruppe? Weil wir fahren eine Exzellenzoffensive. Wir haben die Schulungskapazitäten massiv ausgeweitet. Wir wollen die Schulungsrhythmen und Intervalle deutlich ausweiten, um den Know-how-Vorsprung, den wir jetzt schon haben, noch deutlich auszubauen. Aber nicht nur den fachlichen Know-how-Vorsprung, sondern auch die Persönlichkeitsentwicklung. Ich möchte, dass die Menschen, und so haben wir es im Leitbild drin stehen, bei Isotec arbeiten, aber das auch in Freude und Leichtigkeit. Und das Arbeiten und Freude und Leichtigkeit ist kein Widerspruch. Und wir werden es zeigen, dass das über Persönlichkeitsentwicklung möglich ist. Persönlichkeitsentwicklung ist auch ein Thema, was nicht vielen Menschen zugänglich gemacht wird. Und das ist auch etwas, was sich unsere Isotec-Akademie auf die Fahne schreibt. Persönlichkeitsentwicklung und auch weitere Themen wie Gesundheitsmanagement zum Beispiel der breiten Masse innerhalb unserer Isotec-Familie zugänglich zu machen. Heißt, dass nicht nur kaufmännische Leute, Vertriebler oder unsere Franchise-Partner oder Assistenzen dazu Zugang bekommen, nein, sondern auch, dass unsere Techniker Zugang zu solchen Seminaren bekommen und ihr Leben so deutlich glücklicher gestalten können und gesünder gestalten können und mehr Spaß und Freude in ihr Leben bringen können. Würdest du sagen, das passt auch sehr gut zu Isotec? Hier kommen Menschen zusammen, die einfach auch neugierig sind und sich durch Entwicklungen selbst entdecken wollen. Es passt hundertprozentig zu Isotec, denn Isotec basiert auf einer Vertrauenskultur. Und Vertrauen muss Freiräume bieten. Unser Claim ist immer besser. Man kann nur immer besser werden, wenn man sich immer weiter aus der Komfortzone herauswagt und dann passieren Fehler. Aber diese Fehler dann als Lernquelle zu betrachten, ist Basis jeder Weiterentwicklung. Und nur so werden wir immer besser. Wir haben begonnen damit, dass wir gesagt haben, ihr seid euch in vielen, vielen Punkten einig und habt ähnliche Sichtweisen, auch wenn das nicht durchgehend der Fall ist. Aber wo ihr, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich gepolt seid, ist beim Fußball. Horst, wenn ich es halbwegs richtig weiß, schlägt dein Herz letztendlich an Nummer 1 doch für den FC und bei dir für den BVB, Tino. Ist der Horst dann doch irgendwie an dem Punkt schief gewickelt? Ich glaube, dass es von Vorteil ist, FC-Fan zu sein, weil man so sehr viel Frustration gewohnt ist und einen das abhärtet. Als BVB-Fan bin ich das nicht so stark gewöhnt, auch wenn die letzten Jahre, vor allem das letzte Jahr, ziemlich hart waren. Aber wir helfen uns ganz gut gegenseitig in schwierigen Situationen, weil ich bin BVB-Fan und FC-Sympathisant. Er ist FC Köln-Fan und BVB-Sympathisant. Also finden wir da dann trotzdem zusammen und können uns gegenseitig bei frustrierenden Zeiten helfen. Man kann sagen, sportlich verläuft zwischen uns ein tiefer Graben. Aber über die Fangemeinschaft von FC und BVB haben wir die Brücke gebaut. Lieber Horst, lieber Tino, herzlichen Dank für das Gespräch heute. Vielen Dank. Vielen Dank, Thomas. Danke sehr.